Hallo und herzlich willkommen zu Zünderzeug und Katastrophen. Und wir müssen uns bedanken. Müssen wir? Nein, ja, machen wir, machen es. 500 Abonnenten. Das ist schon mal eine Hausnummer, mit der wir jetzt eigentlich so schnell gerechnet haben. Eigentlich schneller. Ja, natürlich. Wollten wir nach 2 Wochen Millionen mit YouTube verdienen. Ey, Leute, hallo? Wie könnt ihr uns nicht abonniert haben? Aber sofort, wenn ihr dieses Video seht, das erste, was ihr macht, und ein Abo. Ja, Like da lassen und Kommentar. Sonst kommt keiner mit euch eure Messer weg. Ob wir gut sind, ob wir sind oder völlig Wurst, abonnieren. Nein. Wir haben euch heute was mitgebracht. Genau. Als kleines Dankeschön für die 500 Abonnenten jetzt, die 500 Abos und für eure Unterstützung, dass ihr immer wieder unsere Videos schaut, uns auch mega viel positives Feedback gibt. Ja, vielen Dank dafür. Hin und wieder ist auch was Negatives dabei, was wir gerne annehmen, gar keine Frage. Wenn es konstruktive Kritik ist, haben wir damit kein Problem. Richtig. Und dafür gibt es jetzt für euch einen Feuerstahl. Und zwar ein baugleiches Modell zu diesem, aber den zeigen wir euch jetzt einfach noch mal kurz. Genau. Dann zeige ich euch den mal kurz. Also das ist jetzt unserer. Wir haben den nicht gekauft. Also doch schon. Also den Feuerstahl an sich hier, den haben wir gekauft. Und den Griff hinten, den haben wir machen lassen. Danke, Eddie, an dieser Stelle. Der hat uns gedreht und zwar aus Titan. Und nicht nur das, sondern man kann hinten auch die Kappe abschrauben und dann hier in diesem Feuerstahl Zunder verstauen oder nochmal einen kleineren Feuerstahl, warum auch immer. Aber es ist auf jeden Fall machbar, weil auch in der Kappe ist ein kleines Löchle drin, wo man dann noch einen kleineren einkleben könnte und den dann hier hinten in dem Griff verstecken. Den Feuerstahl, den kann man austauschen. Der ist nur mit einer kleinen Schraube hinten im Griff drin gesichert. Den kann man praktisch dann durch das Loch hier lösen und dann den Feuerstahl vorne rausziehen, sich dann einen neuen rein. Der müsste allerdings natürlich in der Mitte ein Gewinde haben. Das ist aber mit ein paar Kleinigkeiten, einem Bohrer und einem Gewindeschneider eigentlich gar kein Problem. Wir haben hinten noch an der Kappe noch einen kleinen Dichtring. Das heißt, wenn ich das hier drauf geschraubt habe und einigermaßen handfest angezogen habe, ist die Kammer hier innen drin wasserdicht. So. Zum Mitmachen, Dennis. Ha? Mitmachen, verlosen. Ach so, zum Mitmachen. Ja, wir verlosen das Teil, ja. Ja. Wir verschenken das. Genau. Also wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch abonniert. Das ist keine Pflicht. Mein Gott, wir können euch so nichts zwingen. Aber zum Mitmachen einfach einen Kommentar unten reinschreiben, ob ihr den Feuerstahl wollt, warum ihr ihn wollt. Warum ihr glaubt, ihn verdient zu haben? Nein, Spaß. Ja. warum ihr denn gerade den brauchen könnt? Und vielleicht auch noch, warum ihr uns schaut. Ja, genau. Gerne schaut. Genau. Gerne schaut. Oder warum ihr uns nicht gerne schaut. Das ist auch gut. Egal. Ob ihr uns gerne schaut oder nicht gerne schaut oder was ihr einfach uns gar nicht Feedback mögt. Kurzes Feedback unten reingeben. Feuerstahl, warum ihr den haben wollt. Und schon seid ihr dabei. Hashtag Feuerstahl wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, macht das ist gut. Macht Hashtag das Feuerstahl und dann ist es leichter dann zum Rauslesen. Und ich würde sagen, das reicht schon. Eine Woche. Jetzt müssen wir. Ach so, du meinst wegen eine Woche später. Eine Woche später. Ihr habt also genau, 7 Tage Zeit. Freitag nächste Woche. Komm, wir machen Freitag nächste Woche. Freitag nächste Woche. Okay. Wird verlost. Geben wir es bekannt. Und jetzt zeigt euch Dennis nochmal, wie es funkt. Genau, also. Ja, dass ihr auch wisst, was ihr bekommt. Was bekommen könnt. Bekommen ist, könnt. Ja, also. Oha, Alter. Was soll das? Seht ihr das? Ah. Das herrlich, ist, oder? Das ist einer der geilsten Feuerstähle, die wir hatten. Die natürlich auch mit einem geilen Messer angerissen sind. Ja, natürlich. Ja, ist okay. Bushcraft Beaver. Wir machen keine Werbung. Wir hätten ihn eckig machen sollen, der rollt. Aber gut, im Wald eckig ist... Eckig drehen ist Blödsinn, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Aber im Wald ist wenig, wo man rollen kann. Egal, Leute, macht mit, gewinnt das Ding. Vielen Dank nochmal für 500. Ich hoffe auf die nächsten 500. Bis dann. Haut rein, Leute. Ciao.